Hallo und willkommen zu einer Folge MB2. So, jetzt sind wir wieder mitten in der Action hier. Und dann haben wir vorher unseren Shepard da verraten. Aua. Bin ich denn eigentlich alleine hier? Das stimmt, das sind alle meine Feinde, ne? Also die von Shepard, die Leute sind meine Feinde, und die von Makarov, die Leute sind auch meine Feinde. Wir warten mal, bis ein bisschen die alle Gänse abknallen. Ja, es ist nicht so einfach. Was heißt was? Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle. Sehe ich dich nicht. Ja, aber wenn die auf mich schießen, dann bringt mir das auch nichts. Wie einer steht von denen. Kommt er her. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Ja, jetzt haben wir wirklich nicht gehofft. Ja, wir müssen durchschleichen, einfach wenn die auf sich gegenseitig schießen. Das war close. Was hat er mich übergefahren? Schändigen. Da geht's nicht weiter. Ach komm. Du musst irgendwo wieder in die Deckung erstmal. Schon hier durch. Aua, aua, aua. Oh Gott. Genau. Bin drin, gespeichert. Hab ich. Wenn du halt wachen würdest, hier irgendwie was treffen. Nein, lohnt es nicht mehr. Ja, wenn du das Auto wegfährst und unser Auto einfach wegfährt, das wäre ja nichts gewesen. Nikolai, runter mit der Rampe, wir kommen! Fahrzeug auf 12 Uhr! Ja, was am Fuß ist noch auf dem Gaspedal, oder was? Alter, was? Was ist das denn für eine Steuerung, Alter? Wenn der Kreis vor dem LKW das Ding gerade gehabt. Ich habe kurz nach links gelenkt, da wollte ich wieder rechts lenken, dann ist er schon links komplett irgendwo weggefahren. Hat auf jeden Fall eine interessante Steuerung. Da, da. Was macht das denn? Fehlen? Hä? Soll das so sein? Ja, das sollte so sein. Ich habe nur einmal kurz auf A gedrückt und dann hat er schon eine 90-Grad-Kurve gefühlt gefahren. Weil auf dem Tisch, wenn ich losgelassen habe, ist er aber weiter in eine Kurve gefahren. Nicht wieder geradeaus oder so. Wir wissen nicht mal, ob Makarovs Daten was taugen. Price? Price?
Der gesunde Menschenverstand wacht nicht morgens auf und denkt, dass es der letzte Tag sein könnte. Aber das ist wohl Luxus. Kein Fluch. Zu wissen, dass man dem Ende so nah ist, ist eine Art Freiheit. Zeit zum Bilanzieren. Weniger Waffen und Leute, nicht bei Verstand und ein Selbstmordkommando. Aber der Sand und die Felsen hier durch Jahrtausende Krieg gezeichnet. Sie werden sich an uns erinnern, deswegen. Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben. Wir gehen energisch vor, wie die Naturgewalten. Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht. Wir machen ihn fertig. Okay. Ich warte dann am Aufnahmepunkt. 3 Stunden. Das ist ja alles ohne Rückflugticket, Kumpel. Dann viel Glück, mein Freund. Wie in alten Zeiten. So, ich orte thermische Schwankungen. Die Höhle muss jenseits der Kante liegen. So, wie was snappern wir erstmal ein bisschen? Sekunde. Alter, der war halt aber ordentlich, das Ding, wenn du ihn geschossen hast. Wie in alten Zeiten. Wir müssen die andere Gruppe ausschalten, bevor sie zurückkommt. Los! Und der Hund kommt ja verwirrt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis sie die Leichen finden. Beeilen wir uns. Ich hab die ja schon platt gemacht. Alles klar. Bremsen? Muss ich bremsen? Das Ding entscheidet einfach, was ich habe. Die zweite Waffe? Hoffe ich mal. Patrouille nähert sich nach links, schnell. Wir laufen einfach weg. Passieren lassen. Kutscher 7 und Oxide. Wir haben den Kontakt zu die Seite 5 verloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm oder ein kaputter Sender. Ein Team zum Überprüfen senden. Over. Verstanden, Oxide. Ich schicke Wenzel und Lambert. Kutscher 7 Ende. Erledigen Sie die rauchende Wache oder warten Sie, bis er weitergeht. Jetzt eigentlich müssen die Leute in 10 Sekunden wissen, dass wir da sind, weil da draußen den toten Lachen vor der Höhle liegen, aber okay. Los jetzt. Das ist denen anscheinend scheißegal, dass da vorne die Leichen liegen. Wie das dann nur auf diese Schüsse längst liegen. Selbst wenn es scheitern wird, haben sie die Einschläge ja trotzdem laut. Oben auf den Treppen. Er gehört mir. Verstanden, Oxide. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Was holen die? Verarscht ist meiner. Und doch nicht.
Das ist ein Rauch hier drin. Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht los, bereit machen. Türladung platziert, bereit zum Eindringen. Dann los. Greife ein, greife ein. Fox Trot Element, links absuchen. Los jetzt, Feuer frei. Voll. Das ist so sneaky geworden. Hat sich ja voll gelohnt. Also ohne dass sie den Rotpunkt visierten, würde ich auch gar nicht sehen, wo hier die Gegner sind. Sniper würde ich sagen, ne? Was habt ihr rum hier, ey? Alles sicher, jetzt rein. Was ist der Schild hier? Ah, da ist einer, komm, nimm das Schild mit. Hat der Granatabwehr dran? Ne, hab ich ja noch Granaten. Ich hoffe mal, irgendwas noch trifft, so wie es soll. Draußen mal die Tote ist die Frage. Ja. Der ist tot, das bist du. Schießen wir. So. Okay, laufe ich aber durch. Die Waffen sind primär, die Waffen mich von weiter oder so. Hab ich da mal Raketenwerfer? Was denn? Wie? Da ist aber noch hinter. Ja, komm, stirb irgendwie. Ach komm, Alter. Ich sehe ihn halt null, aber er kann mich abschießen. So macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin schon Malsicht immer rum. Ja, guck mal, jetzt halt Malsicht. WTF. Stark. Da wäre schon keine Schuss mehr, na gut. Ey, mehr Schuss, ey, jetzt sind 200. Ob die nah genug dran war. Ach komm, ey. Nimm die scheiß Waffe. Nein, nimm die Waffe. Nein, nimm die Thermalwaffe. Nimm die Thermalwaffe. Ja. Wie gut ich da geflasht habe. Das halte ich da erstmal ein bisschen rein einfach. Oh Gott. Wir alle tot. Dann laden wir nach.
War aber auch schon echt schwierig jetzt gerade. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Endmission ist. Oder ob wir von der Theorie nach noch eine Mission haben, wo wir Makarov dran kriegen. Auf jeden Fall sind wir gerade eher hinter Shepard her. Ziel erfüllt. Schätze, der Gegner sind kein Problem mehr für uns hier. Ist alle selber platt gemacht worden. Wer ist MG schon mal ganz geil, ja. Wenn du auch aufhalten kannst. Sieht zwar schön, aber geil. Ich schieße aber nicht, ich sehe nichts mehr. Alter, Bildschirm ist rot, man kann eine ganze Zukunft dazu, ey. Die ist mich ja nicht in der Ecke. Hä? Eine Granate, ja, nicht F. Ich kann hier von oben vom Himmel, ey. Bin drin. Wenn ihr mögt, aber vorhin mal die Folge beenden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.